Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case Tester Blog. Heute geht es mal um iPad-Panzergläser und zwar habe ich mir da drei Stück rausgesucht. Also viele Panzerglas-Varianten gibt es fürs iPad eigentlich auch nicht. Ich habe hier einmal eine Schutzfolie, einmal ein Panzerglas und einmal ein Panzerglas mit Schablone. Ja, man kennt das ja, man bestellt sich ein Panzerglas, man bekommt dann irgendwas anderes zugeschickt und man weiß am Anfang auch nicht, bedeckt das wirklich die ganze Front oder geht das halt nur bis zu den Displayrändern? Wie ist die Anbringung überhaupt und all solche Sachen oder passt das überhaupt mit einer Hülle zusammen oder drückt das Panzerglas sich an den Seiten dann wieder hoch durch die Hülle? Und ja, das Ganze habe ich mal für euch getestet. Ich werde jetzt in dem Video die Panzergläser für euch aufkleben, euch die Vor- und Nachteile erklären und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. So, den ganzen Test habe ich natürlich wieder mit einer kleinen Rangliste versehen und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit Platz 3 und arbeiten uns vor zu Platz 1. So, Platz 3 habe ich auf jeden Fall dieses Panzerglas hier gegeben. Also am Schluss sind die eigentlich alle nah beieinander. Am Schluss muss wirklich jeder selber gucken, was er bevorzugt und was halt nicht. So, das habe ich gekauft. Das hat eine Schablone bei Amazon für 14,99 €. Ich packe das Ganze mal schnell aus, dann seht ihr überhaupt, wie das Ganze sich dann überhaupt anschauen lässt. So, was haben wir hier noch drin? Genau, ein bisschen Zubehör. So, da ist das Panzerglas drin, das packt man einfach nur drauf, dann zieht man das hier ab und dann soll es halt von selbst kleben und das Ganze testen wir jetzt mal aus. Ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall erstmal aus nach dem Aufkleben. Ein paar dicke Luftblasen, wie ihr seht. Gucken wir mal, ob das Ganze durch die Schablone wirklich gerade geworden ist. Finde ich eher weniger, wenn man sich das jetzt mal hier anschaut. Also der Knopf ist jetzt nicht perfekt in der Mitte getroffen worden. Aber gut, es geht halt noch. Was hier ein bisschen blöd ist, ihr habt hier keinen Schieber mit dabei. Deshalb habe ich das jetzt mal von einem anderen Panzerglas-Set genommen. Und jetzt gucken wir halt mal, ob wir die Luftblasen rausbekommen. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Ja, wie man sieht, alle Luftblasen habe ich jetzt nicht rausbekommen. Es kann sein, dass sie das mit der Zeit noch legt, aber so wurde leider auch in den Amazon-Bewertungen geschrieben, dass nicht alle Luftblasen hier komplett rauszudrücken sind. Man merkt auch, dass das Glas nicht 100% gerade ist. Wenn ich zum Beispiel irgendwo hier drücke, geht zum Beispiel hier ab und ja, das zeigt halt, dass das Glas nicht 100% gerade ist. Ist halt auch ziemlich schwer bei so einer großen Fläche das Glas wirklich perfekt gerade hinzubekommen. Aber gut, starten wir mal mit den Vorteilen. Also wie gesagt, ihr habt hier eine Schablone, die jetzt auch nicht zu 100% richtig funktioniert. Das ganze Panzerglas bedeckt aber die Front. Ihr seht, das geht bis zum Rand hier hin. Ihr habt eine deutsche Anleitung hier mit bei, wenn ihr diesen QR-Code einscannt oder halt direkt die Internetadresse eingibt. Ja, und die Verpackung ist natürlich auch stabil und so. Hier braucht ihr keine Angst haben, dass das Panzerglas kaputt ankommt. Ja, kommen wir mal zu den Nachteilen. Also einen Schieber habt ihr leider nicht dabei. Ich musste den leider selber nehmen. Ist ziemlich kacke, wenn man sowas jetzt nicht gerade zu Hause hat. Und ja, Panzerglas kann halt mit der Zeit splittern. Die sind halt ziemlich auf Spannung. Kommt hier mal irgendwas dran. Kann sein, dass euch das ganze Ding wegbricht. Ja, und mit den Luftblasen halt, ne? Das ist ein bisschen kacke. Vielleicht gehen die mit der Zeit raus. Ich bezweifle es allerdings. Ja. Das war unser Platz 3. So, Platz 2 hat dieses Ankerpanzerglas hier belegt, was ich wieder bei Amazon gekauft habe, für 9,99 €. Auch hier seht ihr wieder sehr stabile Verpackung. Braucht ihr auch wieder keine Angst haben, dass euch das Ding irgendwie kaputt ankommt. Ihr seht, ich habe hier schon alles ein bisschen mit ausprobiert. Ich zeige euch mal eben schnell das Zubehör, was hier alles mit dabei ist. So, ja, diese Kärtchen. Hier habt ihr auf jeden Fall eigentlich alles mit dabei, was ihr braucht. Dann habt ihr hier noch so einen kleinen Minischieber dabei. Gucken wir gleich, ob der so viel bringt oder nicht. Und hier drin ist auf jeden Fall das Panzerglas, diesmal ohne Schablone. Ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Ich klebe das Ganze jetzt wieder drauf und dann erzähle ich euch mal die Vor- und Nachteile. So, ich habe das Ganze jetzt aufgeklebt. So sieht das auf jeden Fall aus. Ein paar Luftblasen sind auch hier wieder drauf. Jetzt schauen wir mal hier. Komm, zoom mal ran. Also das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus als das, was wir eben hatten. Hier passt das alles richtig. Man kann es halt auch selbst ausrichten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Luftblasen hier vielleicht gut rausbekommen. So, ihr seht, ich habe die Luftblasen fast ganz rausbekommen. Hier haben wir noch eine dicke und am Rand ein bisschen. Das kriegt man mit der Zeit aber weg. Das sollte nicht das Problem sein.
Das Glas muss sich halt erstmal richtig festziehen. Also wir haben nicht so viele Luftblasen wie bei dem Panzerglas eben. Ja, kommen wir mal zu den Vorteilen. Das Ding bedeckt auf jeden Fall die ganze Front, wie man sieht. Ihr habt hier viel Zubehör dabei und ihr habt sogar noch so einen kleinen Schieber dabei, den ich jetzt aber nicht benutzt habe, weil das einfach so angenehmer ist und auch hier mit so einem Mikrofaser überzogen ist. Ja, günstig im Vergleich. Hier bezahlt ihr nur 9,99 €. Mit Schablone bezahlt ihr halt schon 15 Euro. Auch die Verpackung ist hier wieder stabil, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, kommen wir mal zu den Nachteilen. Also die Beschreibung ist leider ein bisschen irreführend gewesen bei den Amazon-Angeboten, weil da häufig das Wort Schutzfolie genommen wird. Und ich dachte wirklich, ich bekomme hier eine Schutzfolie, habe ich aber nicht bekommen. Aber gut, ihr wisst auf jeden Fall, was ihr da bestellt. Die Anleitung ist hier leider auf Englisch. Wenn ich sie finden würde, da liegt die wahrscheinlich irgendwo drin, ist aber auch egal. Aber es ist ein bisschen bebildert, ist eigentlich alles gut. Jeder weiß ja mittlerweile, wie man Panzerglas aufklebt. Und ja, gleiches Problem bei dem Panzerglas wieder. Wenn ihr mal irgendwie an die Ecke rankommt oder so, kann das Ganze splittern. Da kann man leider nichts gegen machen. Ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Kommen wir mal zu Platz 1. So, Platz 1 hat dieses Schutzglas, Panzerfolie, Schutzfolie, wie man es auch immer nennen möchte, auch wieder von Anker belegt. Das Ganze habe ich wieder bei Amazon gekauft für 7,99 €. Ich zeige euch mal eben, was da so drin ist. Also hier bekommt ihr für 7,99 € zwei Folien und nicht nur ein Panzerglas, wie das bei den anderen der Fall war. Ist auf jeden Fall ziemlich günstig. So, wo geht das Ganze auf? Also ihr seht selber, hier habt ihr wieder so einen Schieber dabei, wieder ein paar Kleber und natürlich die Wischtücher. Und hier ist halt die Schutzfolie drin. Ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Ich würde mal sagen, ich klebe das jetzt wieder drauf, weil hier müsst ihr ein bisschen rumtricksen, weil das Ganze ist nicht so einfach und leider fehlt hier auch ein bisschen Zubehör und so dazu, aber dazu komme ich gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man das ein bisschen aufklebt. So, kleben wir das Ganze mal auf und dann zeige ich euch mal ein paar Tricks, womit ihr das auf jeden Fall richtig gut hinbekommen könnt. So, die Installationsanleitung, die brauchen wir natürlich nicht. So, das Zeug da drin brauchen wir aber. So, den kleinen Schieber brauchen wir da auch nicht. Der bringt hier nämlich leider nichts, wie wir gleich sehen werden. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist das Wischtuch, das Trockentuch und die Sticker brauchen wir nämlich. Die Sticker sind normalerweise da, um letzte Staubreste da zu entfernen. Wir entfremden die Dinger jetzt aber gleich mal ein bisschen. So. Also manche Panzerfolien haben so ein kleines Tool mit bei, da steckt man zum Beispiel unten in den Lightning-Anschluss rein und dann haben die hier an der Folie, haben die dann hier oben so zum Beispiel, oder ja gesagt, hier unten zwei Löcher, dann packst du es halt rein und dann liegt das Ganze direkt richtig gut auf. Hier ist leider nichts davon da oder zum Beispiel manche Folien haben hier oben nochmal so einen gesonderten zum Abziehen. Dann packt ihr das erstmal oben drauf und dann zieht ihr die Reste der Folie ab und dann passt es eigentlich auch perfekt. Haben wir hier leider alles nicht, das heißt, wir müssen uns selbst ein bisschen helfen. So, reinigen wir erstmal eben das Display. So, das Display ist gereinigt und jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir ziehen erstmal diese beiden Sticker hier ab und kleben uns die an die Tischseite, damit wir die direkt nehmen können. So, und jetzt packen wir mal diese Folie hier aus. So, jetzt müssen wir das ganze Ding nämlich schon mal richtig draufpacken. Ja, das ist die Klebeseite. So, wir gucken jetzt, damit das Ganze wirklich perfekt aufliegt. Am besten richten wir uns hier am Home-Button aus. Und dann packen wir das am besten mal irgendwie unten an die Tischkante ran. Ich hoffe, ihr seht das noch ein bisschen. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis das wirklich perfekt sitzt. Stellt euch mal vor, ihr würdet das machen, wenn ihr die Folie schon abhabt. Da habt ihr wahrscheinlich so viel Staub danach darunter. So, jetzt nehmt ihr diese beiden Sticker und klebt die einmal hier drum, ums iPad drum. Ja, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Machen wir das gleiche hier nochmal. So, jetzt habt ihr die Folie nämlich fixiert durch diese Sticker. Das heißt, die kann jetzt nicht mehr verrutschen. Hoffe ich doch. So, und jetzt müssen wir von unten die Folie abziehen und am besten mit einem Riesenschieber, der natürlich nicht dabei ist, habe ich jetzt einfach mal ein Buch genommen, das Ganze direkt herausdrücken. So, und das versuche ich jetzt mal.
So, ihr habt gesehen, das Ganze ist ein bisschen tricky, aber wenn man das so macht, dann sollte man eigentlich ein gutes Ergebnis haben. Danach drückt man halt nochmal diese ganzen Staubeinstöße oder, was heißt Staubeinstöße, Luftblasen hier raus, so gut es geht. Ihr seht, ihr habt hier nämlich fast nämlich schon gar keine mehr. Das ist nicht so wie beim Panzerglas eben, sondern hier habt ihr nur noch die kleinen. Ihr seht, die gehen eigentlich ganz gut raus. So, schön bis zum Rand und weg damit. So, das müsst ihr halt mit jedem hier machen. Manche gehen auch so schon raus, die müsst ihr nicht mal bis zum Rand schieben. Das Schöne bei Folie ist noch, dass die Luftblasen meistens nach einem Tag auch von selbst verschwinden. Das heißt, wenn da so ganz kleine noch bleiben, die könnt ihr erstmal so lassen. Die gehen wahrscheinlich von selbst weg oder ihr drückt die halt nach ein paar Tagen nochmal raus. So, das war's auch erstmal. Dann machen wir die Aufkleber hier einfach mal wieder ab. Na, komm her. Klebt ganz schön gut, diese Dinger hier. So. Der kommt auch noch mal ab hier. Jetzt habt ihr nämlich noch auf der Front, habt ihr nämlich auch noch mal eine kleine Folie drauf, die sozusagen zum Schutz dient. Und die kann man jetzt komplett damit abziehen. So, das kann man natürlich wegschmeißen. Jetzt könnt ihr noch mal mit dem Schieber rüber über die Kanten, damit die schön kleben. Und da auch noch mal die letzten Luftblasen rausdrücken könnt. Das geht auf jeden Fall ziemlich gut. Da ist alles raus. Da oben ist noch eine kleine. Ich merke, da oben ist auch ein kleiner Einschluss von einem Staubkorn oder so. Das kann man später nochmal rausholen. Das ist nicht so schlimm. Und in der Mitte sind halt noch ein paar, aber die gehen halt, wie gesagt, von selber weg. Und ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Also hier merkt man nicht wirklich, dass da überhaupt irgendwas drauf ist. Ja, kommen wir mal eben zu den Vorteilen. Also wie gesagt, 7,99 € für zwei Stück, das ist ein super Preis. Bedeckt auch auf jeden Fall die ganze Front. Das Ganze ist fast unsichtbar, so wie Panzerglas eigentlich auch sein sollte. Ihr müsst überlegen, ihr habt sowieso immer eine iPad-Hülle mit so einer Klappe oben drum. Das heißt, ihr braucht hier eigentlich kein fettes Panzerglas drauf haben. Zubehör ist eigentlich auch mit dabei, auch ein Schieber, aber wäre besser, wenn ihr halt selber sowas bereitstellt. Ein Buch hat, glaube ich, jeder zu Hause. Habt ja gesehen, wie das gerade funktioniert. Und größter Vorteil hier dran ist natürlich, das Ding kann nicht splittern. Ja, Nachteile, dürftige Beschreibung, klar. Also, ihr habt gesehen, man muss ein bisschen selbst experimentieren, bis man es rauskriegt. Der Schieber ist zu klein, ihr braucht auf jeden Fall so ein Buch dafür. Und eine Technik zum Aufkleben wäre auch nicht schlecht, wenn die so ein kleines Tool hier mit beilegen würden oder halt irgendwas, dass man halt nicht so auf sich selbst angewiesen ist. Aber gut, ihr wisst auf jeden Fall jetzt, wie es funktioniert. Das ist für mich so das beste Panzerglas oder Panzerfolie, kann man eher sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr solche Videos halt nicht mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Abonnent werden. Bis zum nächsten Video.